der AfD-Fraktion zum Eckpunktepapier Ernährungssicherheit und bezahlbare Lebensmittelpreise mit unserem agrarpolitischen Sprecher Stefan Protschka und den Abgeordneten Peter Felser und Bernd Schattner. Herr Protschka, bitte. Dankeschön für das Interesse an unserem Eckpunktepapier, welches wir am Dienstag in der Fraktionssitzung einstimmig beschlossen haben. Denn jedem muss klar sein, die deutsche Landwirtschaft befindet sich ja spätestens seit Corona in einer Dauerkrise und dazu kommt der Ausbruch der afrikanischen Schweinepest, die Vogelgrippe seit Anfang des Jahres, vergangenen Jahres, Entschuldigung, die explodierenden Energiepreise durch die expansive Geldpolitik der EZB verursachte galoppierende Inflation und die Auswirkungen der komplett gescheiterten Energiewende. Zum Schluss dann noch der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine und schließlich die verfehlten Sanktionen und die verfehlte Energiepolitik unserer Bundesregierung. Der Ukraine-Krieg hat uns ja auch deutlich gemacht, dass unsere Ernährungssicherheit zunehmend auch zur sicherheitspolitischen Frage geworden ist. Und da sprechen wir zuerst über die bäuerlichen Familienbetriebe, die die Grundlage für die Sicherung der Lebensmittelversorgung in Deutschland sind. Doch gerade diese Betriebe sind leider die unter massiven Kostenexplosionen für landwirtschaftliche Betriebsmittel, wie zum Beispiel Dieselkraftstoff, Futtermittel und vor allem Dünger, ganz besonders leiden müssen. Zigtausende bäuerliche Familienbetriebe in Deutschland sind unverschuldet in Existenznot geraten und müssen laut Habeck dann die Produktion einstellen, weil Insolvenz gibt es ja nicht mehr, wie wir mitbekommen haben. Und das gilt es natürlich zu verhindern, weil unsere Versorgungssicherheit vor allem im Lebensmittelbereich dadurch massiv gefährdet ist und wir fordern deshalb schnelle und spürbare Entlastungen für unsere Betriebe. Das ist übrigens auch ein Beitrag, um weiteren Lebensmittelpreissteigerungen und der Inflation entgegenzuwirken. Gerade jetzt eine mögliche Eigenverantwortung wichtig. Je höher unsere eigene landwirtschaftliche Produktion ist, desto geringer ist natürlich auch der Nahrungsmittelimport aus anderen Ländern oder vor allem auch aus Drittländern wie den Mercosur-Staaten. Und wir haben uns deshalb über unser Eckpunktepapier gesetzt und haben sie erarbeitet, welches im Wesentlichen die Maßnahmen enthält, um die Existenz der bäuerlichen Familienbetriebe zu sichern und die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln, vor allem auch bezahlbaren Lebensmitteln in Deutschland zu gewährleisten und natürlich auch um der Inflation entgegenzuwirken. Genaueres zu diesen Themen werden Ihnen das dann meine Kollegen mitteilen. Beginnen wird mein Kollege Peter Felser. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich möchte das nochmal bestärken. Die Fraktion hat wirklich geschlossen vorgestern dieses Papier beschlossen, weil wir uns der dringlichen Situation in der Landwirtschaft bewusst sind. Heute ist die Regierungserklärung Bundeskanzler Scholz. Wir haben viel über Energie gehört, viel über Gas gehört, viel über Militär gehört. Wir haben immer noch nicht gehört, dass wir kurz vor einer Lebensmittelknappheit stehen in Deutschland, dass es tatsächlich dramatisch werden kann. Ich glaube, die Bürger im Lande, wenn sie eine Heizung haben, wenn der Strom im Winter noch fließt, dann ist das gut. Aber wenn keine Lebensmittel mehr kommen oder wenn die Lebensmittel knapp werden, dann ist das nochmal eine Etage höher in der Eskalation. Ja, deswegen steht in dem Punktepapier etwas vom Selbstversorgungsgrad. Wir haben in Deutschland einen Selbstversorgungsgrad von 80%. Das ist insgesamt zu wenig, vor allem wenn wir uns mal anschauen, wie das bei Obst und Gemüse aussieht. Und mir ist wichtig, es liegt nicht nur an dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine durch Russland, sondern wir haben diese Abhängigkeiten, diesen schlechten Selbstversorgungsgrad schon weit vor der Krise. Wenn ich mir mal die Preissteigerungen ansehe, die wir bei Gemüse allein haben, seit 2015, dann reden wir hier von 29,3% Steigerung. Wenn wir das uns bei Obst anschauen, dann sind das 20%. Also insgesamt haben wir dort eine viel höhere Steigerung, als die Inflation ausmacht. Und die Abhängigkeit dort ist, die Selbstversorgung ist nur bei 25 oder 30%. Was fordern wir in dieser Situation?
Wir müssen jetzt diejenigen, die jetzt wirklich noch knapper dran sind, und ich spreche jetzt von denen, die täglich an die Tafeln gehen, die müssen wir unterstützen. Die Tafeln erleben einen Ansturm wie noch nie in der Geschichte. Gleichzeitig brechen dort die ehrenamtlichen Mitarbeiter weg und die Lebensmittel dort werden auch immer knapper. Ich kann das auch erklären. Der Lebensmitteleinzelhandel ist natürlich in dieser Krise dazu übergegangen, noch härter den roten Stift anzusetzen, und die Lebensmitteleinzelhändler liefern immer weniger, weil immer weniger auch übrig bleibt, weil immer mehr tatsächlich optimiert wird, damit weniger Lebensmittel übrig bleiben. Sie haben es vielleicht selber auch gemerkt, wenn Sie abends um 18 Uhr noch frische Brötchen kaufen wollen oder einen frischen Laib Brot, der ist dann um 18 Uhr, 18.30 Uhr gar nicht mehr verfügbar. Wir fordern dort auch eine Unterstützung der Tafel, eine Unterstützung der Unternehmer, dass die Haftungsrisiken abbauen können und dass auch Unternehmen Lebensmittelspenden steuerlich absetzen können. Bei der staatlichen Ernährungsvorsorge ist uns wichtig, dass die zivile Notfallreserve wieder ausgebaut wird. Das hatten wir schon zu Beginn unserer Zeit hier im Deutschen Bundestag 2017/18 angefragt und angemahnt, was denn mit der Getreidereserve ist, mit der zivilen Notfallreserve. Dort steht es nicht zum Besten, und wir fordern, dass diese Notreserven wieder aufgebaut werden, sodass wir jederzeit gewährleisten können, dass unsere Bürger mit guten Lebensmitteln versorgt werden. Das zu meinem Bereich. Mein Kollege Schadner dann weiter. Ja, vielen Dank und auch nochmal herzlich willkommen von mir. Ich möchte nochmal so ein bisschen im Detail auf die Probleme gerade der Familienbetriebe in Deutschland eingehen, die wir aktuell haben. Die Lebensmittelpreise sind zwar auch bei uns, wie es der Kollege Felser gerade schon ausgeführt hat, deutlich gestiegen in den letzten Monaten. Aber selbst das spiegelt noch lange nicht das wider, was unsere bäuerlichen Familienbetriebe eigentlich mittlerweile für ihre Waren erzielen müssten, um noch betriebswirtschaftlich produzieren zu können. Ich möchte es einfach mal an zwei, drei Beispielen festmachen. Stickstoffdünger hat noch vor wenigen Monaten die Tonne um die 200 Euro gekostet. Mittlerweile haben wir da Preise ab 800 Euro die Tonne aufwärts, wenn überhaupt Dünger verfügbar ist. Das hat was damit zu tun. Stickstoffdünger wird aus Gas produziert, überwiegend aus Piesteritz, aus der Refinerie. Dort ist ja die Produktion momentan deutlich heruntergefahren. Das heißt, unsere Bauern haben teilweise deutliche Mehrkosten zu schultern, die sich um 100, 200, 300 Prozent erhöhten Kosten ihrer Betriebsmittel schlagen sich derzeit noch nicht in den Preisen wieder. Damit sinkt die Ertragsmarge. Wir haben hier das Problem, Dieselkraftstoffe haben sich verdoppelt. Es gibt ja für unsere Bauern eine Agrardieselrückerstattung von aktuell 24 Komma Cent je Liter. Wir haben gerade in der letzten Ausschusssitzung einen Antrag gestellt gehabt, diese Agrardieselrückvergütung zu verdoppeln. Nachdem wir diesen Antrag gestellt haben, wurde das auch von der Landwirtschaftsministerin der CSU in Bayern gefordert. Die CDU hier im Ausschuss hatte mit der Koalition zusammen diesen Antrag abgelehnt mit der Begründung, es handelt sich um eine rückwärtsgewandte, emissionsschädliche Förderung. Aber unsere Bauern sind da existenziell darauf angewiesen, um noch wirtschaftlich produzieren zu können. Und das ist momentan nicht der Fall. Mittlerweile ist es für unsere Handelsketten günstiger, aus dem Ausland Lebensmittel einzuführen, als hier vor Ort heimische Produkte auf den Markt zu bringen. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass immer mehr Gemüsebauern, Obstbauern ihre Produktion einstellen, Felder nicht mehr bewirtschaften, weil sie es mittlerweile nicht mehr wirtschaftlich darstellen können. Ich möchte noch kurz auf den zweiten Bereich eingehen, um es zu verdeutlichen. Wenn wir uns heute die Sauenhalter anschauen, wir haben alleine im letzten Jahr 10% Rückgang bei der Schweinefleischproduktion in Deutschland. Hier haben wir einerseits das Problem, dass von Seiten unseres aktuellen Landwirtschaftsministers sehr stark auf die Tierwohlstelle abgestellt wird. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Tierwohl ist ein wichtiges Thema. Wir müssen schauen, dass wir mit dem Produkt Tier pfleglich umgehen, dass wir hier einen wirklich vernünftigen Standard in Deutschland erhalten, wie Tiere gezüchtet und gehalten werden. Auf der anderen Seite haben wir da das Problem, wenn heute ein Bauer für 20 Jahre eine Investition tätigt in einen Tierwohlstall, aber diese Investition lediglich für 4 Jahre abgesichert ist, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft, dann wird kein Bauer bereit sein, da zu investieren. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns derzeit in der Politik, und da muss man ganz klar eine Lanze dafür brechen. Unsere Bauern, die das Rückgrat der Versorgungssicherheit unseres Landes sind, brauchen eine deutlich größere Wertschätzung
von der Politik, von den Bürgern draußen. Und man muss wieder zurückfinden zu dem Weg, dass man sagt, das sind Menschen, das sind Personen, die sich dafür einsetzen, dass dieses Land vernünftig durch die Krise kommt. Und wir als Politik müssen diesen Menschen die Unterstützung geben, die sie brauchen, um ihren Hof nicht nur heute betreiben zu können, sondern diesen Hof auch an die Kinder weitergeben zu können. Und da sieht man ja in den letzten Jahren, dass immer mehr Familienbetriebe schließen, weil sie es sich finanziell nicht mehr leisten können, den Hof ihrer Eltern zu übernehmen. Vielen Dank. Gibt es Fragen dazu? Ja, gleich mal mit dem Nebenaspekt mit der Krisenvorsorge, Notfallreserve, Getreide. Da hatten Sie ja darauf hingewiesen, dass die Zahlen da zurückgegangen sind, und nun argumentiert aber die Bundesregierung, wenn man fragt, dass das praktisch nur für den Fall ist, dass am Markt keine Lebensmittel oder Getreide und langfristig lagerbare Früchte, Erbsen und so weiter, Nüsse zu beziehen sind. Und dieser Fall sei noch nie eingetreten. Das ist also das Argument. Was setzen Sie dem entgegen? Ja, das ist so nicht ganz richtig. Die zivile Notfallreserve und die Bundesreserve Getreide waren ursprünglich dafür konzipiert, in einem Krisen- oder Verteidigungsfall, wir sind in einem Krisenfall, auftretende Versorgungsschwierigkeiten zu überbrücken. Und erfreulicherweise hatten wir eben eine Friedensdividende und wir hatten starke Zeiten in der Bundesrepublik Deutschland. Aber jetzt sind wir eben da, wo wir tatsächlich uns überlegen müssen, reicht das, wenn wir kein Brotgetreide mehr bekommen, wenn wir auf der ganzen Welt Lebensmittel zusammenkaufen müssen. Und aus unserer Sicht reicht das eben nicht aus. Wir brauchen da eine Sicherheit, dass wir tatsächlich mindestens 30 Tage lang die Bevölkerung mit jeweils einer warmen Mahlzeit versorgen können. So war es ursprünglich mal angelegt. Und das ist unsere Forderung, dass wir da wieder hinkommen. Wir haben im Bereich Katastrophenschutz viele Dinge vernachlässigt. Die Bundesregierung erklärt uns auf Anfrage, dass viele Planspiele und Übungen gar nicht mehr durchgeführt werden. Vielleicht erinnern Sie sich, vor 10, 15 Jahren war es noch üblich, dass Rotes Kreuz, Bundeswehr, THW, Malteser zusammen üben, zumindest in Stäben üben. Das ist alles lange, lange Zeit nicht passiert. Bis hin, wenn Sie dann mal fragen, so ein Zug vom THW oder Maltesern, wenn da ein Unimog rausgefahren wird, dann ist der vielleicht einsatzbereit, aber wenn man dann fragt bei 40 Grad Hitze, was wir ja vor einem Jahr hatten, wo ist denn eigentlich die Klimaanlage, die ist ausgebaut, weil man eben nicht damit gerechnet hat, dass man überhaupt noch diesen Unimog rausfahren müsste. Ein weiterer Punkt, den Sie ja ansprechen, ist diese Forderung, die Tierhaltung zu reduzieren, also Trog oder Teller, diese berühmte Alternative. Da haben Sie es ja mit mächtigen Gegnern zu tun, also zum einen dem aktuellen Landwirtschaftsminister und den entsprechenden NGOs, die dahinter stehen. Wie werden Sie denn da für Ihre Forderung versuchen, Mehrheiten zu generieren, zumal das ja teilweise Bereiche sind, die alle in den europäischen Rahmen fallen, also für die praktisch schon die EU zuständig ist? Ich glaube, das ist eher dein Bereich. Ich möchte aber kurz dazu sagen, es ist nicht nur Drogteller, es ist Drogteller-Tank. Wenn wir hier von Lebensmittelsicherheit sprechen, ist unsere Forderung immer, dass wir primär Lebensmittel erzeugen. Das andere sind dann die Futtermittel, der Drog für unsere Nutztiere. Und erst an dritter Stelle wollen wir Energiepflanzen einsetzen. Und dass wir da große Probleme haben, das haben wir auch schon aufgezeigt in den letzten Jahren. Wir haben durch die Biogasanlagen einen Maisanbau, wie er als Monokultur sehr viele Nachteile auch gebracht hat. Ich denke da nur an die Ausbreitung des Schwarzwildes und dadurch wurden andere Anbaupflanzen verdrängt. Und es geht weiter dann bei Bioöl und diesen Dingen. Da sind wir nicht von Brüssel auf Brüssel angewiesen. Das können wir unseren Landwirten schon selber überlassen, wo sie den Schwerpunkt des Anbaus setzen. Und wir plädieren dafür, dass wir tatsächlich mehr Lebensmittel anbauen, auch gerade auch bei Obst und Gemüse. Ich habe es gerade angesprochen, da sind wir bei 34% oder 38% Selbstversorgung. Das ist eigentlich ein Unding. Und wenn Sie sich mal anschauen,
aus was der Apfelsaftkonzentrat vor allem besteht, aus welchen Äpfeln. Die kommen nicht vom Bodensee, die kommen nicht vom alten Land, die kommen aus China. Und diese Perversion, Entschuldigung, dass ich da so deutlich werden muss, diese Perversion, dass wir Apfelsaftkonzentrat aus China über die langen Schiffswege hier einführen, wobei wir selber in Deutschland Äpfel anbauen könnten und auch eine lange Tradition haben, das ist nicht mehr zeitgemäß. Die Globalisierung hat sich als Irrweg erwiesen. Der Nationalstaat, die Region vor allem, kann sehr, sehr viel besser Lebensmittel bereitstellen für die Bevölkerung. Wenn ich noch ganz kurz darauf eingehen könnte, auf das Thema, wo Sie gesagt haben, die Tierhaltung reduzieren. Da befindet sich ja selbst die Koalition im Widerschreit. Während zum Beispiel eine Frau Renate Kühne aus dem Ausschuss ganz offen dafür plädiert, bis 2030 die Tierhaltung in Deutschland zu halbieren, geht unser Minister Özdemir dazu hin und sagt, wir wollen eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Und für diese Kreislaufwirtschaft werden eben auch Tiere benötigt, um eben die Gülle zu produzieren, die wir als Stickstoffersatz dann wieder auf den Feldern einsetzen. Mittlerweile ist es doch schon so, dass viele deutsche Bauern aus Holland mittlerweile Gülle zukaufen, weil das immer noch billiger ist, wie hier vor Ort Stickstoffdünger zu kaufen. Und dann muss man halt ganz klar auch sehen, es geht mittlerweile dahin, dass gesagt wird, wir wollen unsere Kinder dahin erziehen, dass sie eine gesündere Ernährung, eine vegane Ernährung bevorzugen. Ich bin in die AfD eingetreten, weil wir eine freiheitliche Partei sind. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, er möchte sich vegan ernähren, er möchte sich vegetarisch ernähren. Das ist jedem seine Privatsache, aber ich glaube, wir stehen dafür, dass jeder auch in der Lage sein sollte und in dem Recht sein sollte, sich auch sein Schnitzel gönnen zu können, wenn er es will. Wir sind einfach dafür, dass jeder Mensch selbst entscheidet, wie er sich ernährt. Und es kann doch nicht Sinn und Zweck unserer Politik sein, dass wir hier in Deutschland die Tierhaltung halbieren, während der Verbrauch gleich bleibt oder deutlich langsamer sinkt und wir dann die Produkte, die wir nicht mehr im eigenen Land produzieren, aus dem Ausland einführen müssen. Wir sprechen gerade über ein Handelsabkommen mit Kanada, wo wir davon sprechen, dass 750.000 Schweine in die EU eingeführt werden sollen. Wir sprechen davon, dass Rindfleisch im Äquivalent von 67.500 Rindern nach Europa eingeführt werden soll. Das Fleisch können wir auch hier produzieren, das muss ich nicht aus Kanada einführen. Und auch im Sinne des Umweltschutzes und des Heimat- und Naturschutzes wäre es doch sinnvoller, die Produkte hier vor Ort herzustellen, als sie dann mit Schweröl über die Ozeane zu fahren.